Ich habe das erste Mal vom Verschwinden der Familie Schellenberg gehört, das war 2008. Ich habe da in der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung habe ich einen Artikel gelesen. Vierköpfige Familie aus Averon, das liegt bei Hannover, spurlos verschwunden. Ich habe dann recherchiert und ja, nichts. Am 17. Oktober abends sind Walter und Ruth zum letzten Mal gesehen worden von den Nachbarn drüben. Ja. Also das war definitiv das letzte Mal, dass jemand von der Familie, von irgendjemand gesehen worden ist. Eigentlich während der Zeit, als die Ermittler da waren, da war das nicht so schlimm. Es kam eigentlich erst so danach, dass es irgendwie immer da ist und dass man sich nicht mehr hier gerne aufhält. Manche hier im Ort haben das Gefühl, dass nicht gründlich oder sagen wir nicht gründlich genug ermittelt wurde. Es ist so kein Indiz, kein Beweis, der Aufschluss über den Verbleib der Familie geben könnte. Der 11. April 2010. Ich komme gerade nach Hause und ich finde hier dieses Tape. Da steht drauf Toms Video. Das Video nicht sehen dürfen.